Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge Strickzeit mit Lisbeth. In meinem Podcast erfahrt ihr, was ich für fertige Projekte habe, was ich noch aktuell auf die Nadeln habe und welche Ideen mir noch im Kopf rumschwirren. Drumherum gibt es natürlich auch alles Mögliche, was in meiner Strickwelt so passiert und falls ihr daran Interesse habt, bleibt gerne dran, schnappt euch euer Strickzeug, einen Kaffee oder einen Tee und dann kann es auch schon losgehen. Ganz viel Spaß dabei! Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen an alle die schon ganz, ganz lang dabei sind und immer noch mein Geplapper angucken und anhören. Das freut mich total. Und auch herzlich willkommen an alle die ganz, ganz neu sind. Ich habe seit der letzten Folge die 2000 Abonnentenmarke geknackt. Das ist mega cool. Ich war am Wochenende mit meiner Cousine und meiner Schwester wandern und da haben wir uns überlegt, wenn man 2000 Leute in einen Raum packen würde oder, keine Ahnung, im Garten versammeln würde, wie viele Menschen das einfach sind. Also herzlichen Dank, dass ihr alle gerne wissen wollt, was ich stricke und euch für die Strickwelt begeistert. Das freut mich total. Deswegen herzlichen Dank, wenn ihr mich abonniert habt. Ja, ganz zu Beginn möchte ich noch kurz erwähnen, ich kaufe alles selbst. Also Anleitungen, Wolle, Zubehör und so kaufe ich grundsätzlich alles selbst. Wenn ich das nicht selbst gekauft habe, dann sage ich euch das immer direkt, damit ihr halt wisst, ob es sich hierbei quasi um Werbung handelt oder ob ich einfach aus Überzeugung euch, und das sind die allermeisten Fälle, ob ich euch einfach aus Überzeugung von was erzähle, wo ich total begeistert von bin, oder wenn was nicht geklappt hat, da erzähle ich euch dann ja auch von. Aber grundsätzlich erwähne ich immer, falls ich irgendwas geschenkt bekommen habe oder so. Von daher einfach, dass mehr Transparenz da ist, wollte ich das am Anfang noch sagen. Genug der Hausmeisterei. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem schönsten Hobby der Welt, mit dem Stricken. Und zwar ist es ja normalerweise so, dass ich euch am Anfang ein Projekt ein bisschen näher vorstelle mit meinen 5 Fakten. Ich habe es aber in den letzten Wochen nicht geschafft, was fertigzustellen. Und das liegt unter anderem auch noch daran, dass ich noch auf Wollnachschub warte. Aber ich habe trotzdem noch eine fertige Sache, wo ich euch noch was zu zeigen möchte. Und zwar, ja, vielleicht gerade mal noch hier, das ist der Robin-Sweater von der Paula Strickt. Und das ist hier, der hat so Fledermausärmel. Und das ist mein allererster Pulli, den ich gestrickt habe. Den hatte ich auch noch mal komplett aufgeribbelt, weil der mir zu kurz war an allen Ecken und Enden. Und dann habe ich ihn neu gestrickt und habe damit meine Schwester auch inspiriert, mit Stricken anzufangen, weil ich gesagt habe, hier komm, du schaffst das auch, diesen Pulli zu stricken. Und den haben wir dann gemeinsam gestrickt. Und ich zeige ihn euch mal gerade, der ist immer noch sehr, sehr kurz. Das ist ja total in Mode. Ich fühle mich damit immer nicht ganz so wohl. Und jetzt hatte ich ihn super lange nicht an. So sieht er aus. Jetzt dachte ich, heute fürs Video trage ich ihn oder ziehe ich ihn mal an und ich finde ihn gerade total cool. Also dafür, dass es der allererste Pulli ist, ich zeige dir mal hier noch näher. Ja, hier einfach mit Zunahmen gearbeitet. Ja, finde ich jetzt wieder irgendwie dann doch total cool und der bleibt doch heute den ganzen Tag an und ich glaube, den muss ich einfach nochmal öfter tragen, gerade wenn es jetzt Frühling wird. Die Arme seht ihr hier, die sind ja, viel zu kurz. Ich glaube, das sind auch nur 7/8 Arme. Ich wollte die länger stricken. Naja, aber gerade gefällt der Pulli mir richtig gut. Falls ihr Interesse habt, kann ich den auch nochmal mit den 5 Fakten vorstellen. Das habe ich heute aber nicht vorbereitet. Deswegen nur kurze Erwähnung, also der Robin-Sweater von der Paula Strickt ist das. Jetzt zu dem, was ich euch eigentlich zu meinen fertigen Sachen sagen wollte. Und zwar habe ich ja die Color Palette Socks von der Laurel Knits gestrickt für den Februar. Ich mache ja jeden Monat, stricke ich ein paar Socken, was ich mir rausgesucht habe. Und da waren im Februar genau diese Socken hier, waren meine Februarsocken. Hier zeige ich die euch einmal nochmal. Habe ich euch ja auch in der letzten Folge schon gezeigt. Da waren sie ja auch schon fertig. Und da hat irgendjemand, ich habe den Kommentar leider nicht mehr gefunden, ich bin mir auch nicht sicher, ob er auf Instagram oder auf YouTube war, hat irgendjemand gefragt, ah, wenn du dir jetzt aber wäschst, ne, weiß mit dunkelrot, wie machst du das denn? Und dann hatte ich so ein bisschen Schiss, dass das Rote vielleicht abfärbt, weil das ist alles
alte Wolle in Anführungszeichen. Ja, ich habe meinen Stash ein bisschen sortiert und das ist teilweise noch Wolle von meiner Oma oder von Freundinnen von meiner Oma, weil die irgendwann mal so eine Art Spendenaktion für eine arme Studentin ins Leben gerufen hat und dann ganz viele andere liebe Freundinnen von meiner Oma auch Wolle mir geschenkt haben. Das ist jetzt aber auch schon einige Jährchen her. Und genau, deswegen diese ganze Wolle, die ich hier benutzt habe, jetzt mal mit Ausnahme von der weißen Wolle, die ist teilweise schon älter und ich wusste halt gar nicht, wie die sich verhalten wird. Und ich habe es euch ja gerade gezeigt hier, ne? Die sind jetzt gewaschen und die sind echt, die haben gar nicht abgefärbt, ja? Also wenn ihr das hier mal seht, ist immer noch schön weiß und die anderen Farben, die sind auch immer noch schön rot und ich bin total gespannt, sie jetzt auch mal zu tragen. Also ich hatte sie noch nicht länger an, auch wegen diesen, weil man ja hier unten am Fuß auch die, die rechts verschränkte und linken Maschen nochmal hat. Ja, wird nicht mehr scharf, aber ihr wisst ja, wie sie aussehen. Deswegen bin ich mal gespannt, sie zu tragen. Ich trage Wollsocken mittlerweile auch beim Wandern. Das ist ja auch so ein kontrovers diskutiertes Thema. Manche sagen ja, es geht gar nicht, andere lieben das. Also ich trage sie mittlerweile beim Wandern und das würde ich jetzt mit denen vielleicht nicht machen, weil dann ja doch unten auch diese rechts verschränkt linken, also quasi dieses Bündchenmuster nochmal am Fuß ist. Da hatte ich jetzt auch bei Instagram gesehen, dass ein paar dann einfach unten nur rechts gestrickt haben. Hätte mir auch einfallen können, ist mir nicht eingefallen. Aber falls es mich stört, dann würde ich einfach die nächsten Socken, weil das Muster muss ich auf jeden Fall noch ein paar Mal stricken. Das ist ein super Stash-Killer. Und Stash bedeutet das, also der Wollvorrat einfach. Das, ja, ich muss manchmal aufpassen, manche kennen meine Begriffe nicht. Und deswegen versuche ich die jetzt immer zu erklären. Also Stash ist einfach der Wollvorrat. Und ja, da ist einfach, es ist einfach super, um halt Wolle, die man über hat, noch aufzubrauchen, weil man da wirklich nur 2-3 Gramm von braucht, von jeder Farbe pro Streifen. Von daher, hier noch ein Nachtrag zu meinen Color Palette Socks. Wie gesagt, im Winter, wenn ich alle 12 Paar Socken gestrickt habe, dann gibt es auch eine Sonderfolge, wo ich alle 12 Paare nochmal vorstelle. Und bis dahin, ja, werde ich die noch ein paar Mal tragen und dann kann ich euch ja auf jeden Fall auch berichten, wie das unten an der am Fuß, an der, nicht Sohle, ja, quasi unterm Fuß einfach, wie sich da angefühlt hat. Ja, so viel zu meinen fertigen Projekten. Ansonsten habe ich nichts, was ich euch noch zeigen kann, was ich fertig gestrickt habe, was auch ein bisschen daran liegt, dass ich ja, wie gesagt, auf Wollnachschub warte. Und bis dahin habe ich jetzt ganz viele kleine andere Projekte angefangen, die ich euch jetzt auf die Nadeln präsentieren möchte. Und zwar nach den Februarsocken, die ich euch ja jetzt gerade noch mal kurz gezeigt habe, wollte ich die Märzsocken beginnen. Das ist mir relativ schwer gefallen, weil ich ja im Januar, glaube ich, habe ich euch eine Folge gemacht, wo ich nur über meinen Socken-Stash spreche. Und wo ich auch schon verschiedene Ideen und so präsentiert habe. Das war jetzt aber dann doch irgendwie relativ schwer, mir da ein neues Design rauszusuchen. Da habe ich mit den Torsmind-Socken begonnen. Die habe ich euch auch in dieser Folge gezeigt. Die habe ich auch angestrickt, aber dann habe ich relativ weit unten einen Fehler gesehen. Und das ist mir dann, ja, das ist mir relativ, also was heißt relativ spät? Ich hatte vielleicht 10 cm gestrickt. Da ist es mir aufgefallen, dann habe ich die wieder aufgeribbelt, weil ich da echt, ja, da gibt es ja so unterschiedliche Menschen, ne? Also ein paar, die ribbeln dann auf, andere sagen, boah, ja, hier ein kleiner Fehler, das fällt keinem auf, gerade bei Socken an den Füßen. Ich bin da so, das muss dann perfekt sein. Also ribbel ich das wieder auf, mein ständiges Thema. Ich glaube, ich mache das mittlerweile auch ein bisschen gerne. Ich habe das Gefühl, ich mache es ein bisschen gerne. Naja, auf jeden Fall habe ich die wieder aufgemacht. Das war, also ich hatte noch nicht viel gestrickt, wirklich nur so 5 bis 10 cm. Und dann finde ich das auch nicht schlimm. Weil ich währenddessen die, ich muss überlegen, ob die Easter Bunny Socks heißen oder Happy Easter Socks. Ich blende euch das gleich mal unten ein und ich blende euch an der Seite auch mal ein Bild dazu ein, weil ich die richtig cool finde. Und dann hatte ich mit der Mama von meinem Freund gesprochen, weil die auch Socken strickt. Und dann hat sie gesagt, wenn du die erst im April strickst, wie ich das ursprünglich vorhatte, dann hast du die ja gar nicht für Ostern. Ostern ist ja schon am 9. April, hat man sie ja also nicht. Dann habe ich gedacht, ach, ja, natürlich. Total blöde Idee von mir. Also stricke ich dir als meine Märzsocken.
Das heißt, ich war auch gar nicht so traurig, dass ich meine Torsmind-Socken wieder aufgeribbelt habe und dachte, okay, super, ich starte dann jetzt mit den März-Socken, mit diesen Socken, die ich euch gerade an der Seite gezeigt habe. Ja, dann habe ich in meinem Wollvorrat geschaut und da ist mir aufgefallen, ich habe ja relativ viel Sockenwolle, auch unter anderem wegen dieser Spendenaktion von meiner Oma, aber ich habe kaum Wolle, die einfarbig ist. Und bei Colorwork-Socken, da kann ja so ein bisschen Sprenkel kann drin sein, aber die sollten ja schon mehr oder weniger einfarbig sein. Ja, und jetzt schon wieder direkt neue Wolle bestellen, ist ja auch irgendwie blöd. Ich will ja gucken, dass ich eher Sachen, also meinen Wollvorrat abbaue und nicht weiter aufbaue. Deswegen, und da braucht man drei Farben, habe ich gedacht, da muss ich drei Farben neu kaufen. Ah, das gefällt mir auch nicht so gut. Irgendwann werde ich auf jeden Fall diese Socken stricken, ich weiß aber noch nicht genau wann. Und dann habe ich einen Aufruf von Knitting Traditions gesehen. Die macht auch einen wunderbaren Podcast, den ich total gerne anschaue, weil sie, ich glaube in Norwegen lebt sie und sie strickt ganz viele so Norweger-Pullis und so. Und ich finde die ja richtig cool. Es ist zwar hier in Deutschland meistens zu warm, um so dicke Pullis zu tragen, aber trotzdem schaue ich mir ihren Podcast super gerne an. Der ist allerdings in Englisch, also ja, wer nicht so gut Englisch kann, da ist es natürlich schwierig. Und sie hatte auf jeden Fall einen Aufruf, wo sie gefragt hat, also eine andere Strickerin hat eine Socke im Teststrick und da brauchte sie noch Teststrickerinnen. Das heißt, da habe ich die Anleitung jetzt kostenlos bekommen und stricke diese Socken im Teststrick. Das heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall mehr Socken. Ich überlege gerade, wie die Socken heißen. Ja, mich hat gerade nicht in Ruhe gelassen, wie die Socken heißen. Und zwar musste ich das jetzt gerade mal schnell nachschauen. Und zwar sind das die Keep Shining Socks von Knitting Objet. Ich musste gerade nochmal nachschauen. Also es ist wie Object, nur ohne das K. Und das ist eine israelische Designerin, mit der ich per E-Mail Kontakt habe. Und die hat diese Socken jetzt aktuell im Teststrick als Frühlingssocken. Und ich habe die, ihr seht das hier vielleicht, oder euch fällt es vielleicht auf, das ist die gleiche Farbe wie eine der Farben, die ich auch in meinen Color Palette Socks habe. Da sieht man jetzt das Muster noch nicht so schön, aber man sieht hier, da sind so kleine Bobbles ganz oben. Und dann fängt hier jetzt ein, ja, das sieht man noch gar nicht. Also das muss ich euch wirklich nochmal zeigen. Da fängt auf jeden Fall dann jetzt hier auch noch so ein Lochmuster an. Und hier oben das Bündchen, das ist auch total schön gestrickt. Ja, das sieht man hier so ein bisschen, jetzt ist es wieder scharf, hier so ein bisschen, das ist so ein bisschen abgesetzt, das Bündchen. Und ja, liegt auch an der Farbe, dass man das Muster nicht ganz so gut sieht. Aber ich werde hier mal weiter stricken und dann seht ihr da auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch nochmal meinen Fortschritt. Da muss ich mich jetzt ein bisschen ranhalten, weil ich am 20. Also ich nehme jetzt am 11. auf, am 20. muss ich da meinen Kommentar zuschreiben. Aber ich denke mal, ich werde da heute noch ein bisschen weiter stricken und so ein paar Socken. Das sind so Söckchen, also die gehen nur bis knapp über die Ferse, beziehungsweise ja, über den Knöchel. Da werde ich vielleicht heute schon die erste Socke fertig stricken und dann kann ich ja schon mal einen Kommentar abgeben. Das ist ja das Coole an einem Teststrick für Socken. Da braucht man eigentlich erstmal nur eine stricken, kann dann den Kommentar zu oder die Bemerkungen zu der Anleitung abgeben und die zweite kann man dann ganz entspannt stricken, weil der Teststrick damit ja quasi schon, man hat ihn ja quasi schon abgeschlossen. Ja, der Name der Designerin lässt es ja schon ein bisschen verraten, ne? Crockett ist ja häkeln und das heißt, sie hat vorrangig, glaube ich, Häkelanleitungen und häkelt auch sehr viel. Stricken tut sie jetzt nicht ganz so viel, deswegen hat sie da auch nur, ich meine, zwei oder drei Anleitungen. Aber diese Söckchen, die finde ich total knuffig, also mit diesen Bobbles oben und dann noch ein bisschen mit einem Lace-Muster, also mit ein paar Löchern drin. Ja, es sind ein paar Löcher drin, aber gewollte. Und da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, wenn ich die fertig gestrickt habe, zeige ich die euch natürlich auch. Ja, so viel eigentlich zu meinen Märzsocken. Wer mir auch auf Instagram folgt, hat aber gesehen, dass ich gestern, also am Freitag, beziehungsweise am Donnerstag war das, glaube ich, noch über eine Knit-Along berichtet habe. Und zwar ist das ein Knit-Along zu den Jägerzaunsocken. Da blende ich euch mal ein Bild ein. Von der lieben Ducati.
Und die Ducati, da müsst ihr unbedingt auf die Ravelry-Seite gehen. Da habe ich unten, werde ich das auch verlinken. Die hat nämlich so hammermäßige Sockenanleitungen. Und die sind immer zweifarbig gestrickt, also Colorwork-Socken. Und die ist mir schon, ich meine, vor 2 Jahren oder so aufgefallen. Und da habe ich die Zwergenaufstandssocken gestrickt. Und die habe ich euch mal mitgebracht. Das sind auch fertige Socken, wie ihr hier seht. Das ist mein erstes Colorwork. Und es sieht, ja, man sieht hier, ne, da habe ich noch andersrum gestrickt, die Fäden andersrum gehalten als hier unten. Das ist auch noch nicht so optimal, ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich habe das Böhnchen und den Rest, glaube ich, in der gleichen Nadelstärke gestrickt. Und das Ganze ist jetzt irgendwie ultra weit geworden. Es hat sich alles komplett verzogen. Dann über die Ferse ist es viel zu eng. Das heißt, ich komme nicht ordentlich rein in die Socke. Und das hat mich alles so ultra demotiviert. Die sind, ja, keine Ahnung, sie sehen jetzt nicht super schlecht aus. Aber also ich trage sie halt gar nicht, weil die mir einfach gar nicht passen. Ja? Wie gesagt, das Bündchen ist zu weit. Der Rest ist viel zu eng, weil ich mit der Fadenspannung da noch nicht parat komme. Oder nicht parat kam und ich vielleicht auch die falsche Wolle genommen habe. Ich habe keine Ahnung von mehrfarbigen Stricken. Auf jeden Fall versucht und deswegen heißt meine Folge auch Try and Error, beziehungsweise Knit and Error. Das hat einfach nicht so schön funktioniert und ich habe sie jetzt gerade nochmal rausgeholt aus dem Schrank. Eventuell werde ich die auch einfach nochmal aufmachen, weil es ja schade ist um die schöne Wolle. Hier ist übrigens auch Wolle drin, die ich dann auch bei meinen Color Palette Socks verwendet habe. Ja. Schöne Anleitung, aber ich habe es einfach nicht hinbekommen. Und ich muss sagen, ich bin, was Stricken angeht, ein bisschen verwöhnt, weil irgendwie habe ich bisher immer alles hinbekommen. Aber es war halt auch immer rechts gestrickt oder rechts links oder ja irgendwie diese Techniken, die nicht mit zweifarbigem Stricken zu tun haben, die habe ich bisher immer hinbekommen. Auch mit Hilfe von meiner Schwester und YouTube-Videos und so. Aber das Zweifarbige, da muss man einfach, glaube ich, austüfteln und mit der Fadenspannung und so, da kann einem keiner helfen. Da gibt es kein Patentrezept und da war ich irgendwie sehr ungeduldig die ganze Zeit und habe dann auch gedacht, nee, das kann ich einfach nicht und das mache ich jetzt nicht mehr. Ich finde aber, wie gerade schon gesagt, diese Anleitung von der Ducati einfach super cool. Die sind so schön und dann hatte mich jetzt die Heike, die heißt Mutsch strickt, glaube ich. Tut mir leid, Heike, wenn ich das falsch ausspreche. Ich schreibe das hier unten auch nochmal hin, da könnt ihr auch mal gucken. Die strickt diese ganzen Socken von der Ducati im Akkord und die sehen so genial aus. Und die Heike, da möchte ich nochmal einen kurzen Exkurs geben zu der Strickerwelt und Strickerinnenwelt und Strickerwelt. Weil ich diese ganze Community einfach so, so wunderbar finde. Ich finde euch alle so super, ihr seid alle so lieb. Und mit der Heike hatte ich ganz zufällig Kontakt aufgenommen, weil ich mir eine Projekttasche Bisi gestrickt habe. Das ist so eine große graue Tasche, ich kann euch auch mal ein Bild einblenden. Die habe ich für mich gestrickt, um da all mein Strickzeug reinzupacken, wenn ich irgendwie auf Reisen gehe oder irgendwo hinfahre oder so. Das hat sie auf Instagram gesehen. Und hat dann gemeint, Lisa, kannst du mir nicht auch eine stricken? Nähen in dem Fall. Und da bin ich ja so, dass ich sage, ja klar, das machen wir auf jeden Fall. Ich nähe dir gerne natürlich auch eine. Und dann hat sie gesagt, sie hätte gerne eine in weiß. Und da habe ich schon gedacht, ah, ich weiß nicht, irgendwie, also die, so eine weiße Tasche, ich weiß nicht, finde ich irgendwie, glaube ich, komisch. Aber egal, sie wollte eine weiße Tasche haben. Das heißt, ich habe weißen Stoff rausgesucht, dass das alles passt. Und habe ihr dann eine Tasche genäht. Die blende ich euch hier mal ein. Ich finde sie richtig cool. Also hätte ich nie gedacht, dass ich das cool finde. Aber mir hat die Tasche super gut gefallen. Und dann gab es noch einen riesen Fauxpas, weil ich irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, ob ich die falsche Adresse angegeben hatte oder so. Auf jeden Fall kam die Tasche nicht an. Und sie hat mir ja das Geld dafür schon überwiesen. Also für die Stoffe, die ich gekauft habe und alles. Und dann kam die einfach nicht an. Und dann habe ich mich so schlecht gefühlt. Letztendlich ist sie wieder zu mir zurückgekommen, weil ich die falsche Adresse, glaube ich, angegeben hatte. Und dann lag sie bei uns, es wurde nicht bei uns abgegeben, sondern lag an unserem Ablageplatz. Ewig lang gefühlt und naja, das hatte sich am Ende alles aufgeklärt. Die Heike hat die Tasche bekommen und was sie so gesagt hat, ist sie auch echt glücklich damit und hat sie auch immer mal wieder in ihren Posts versteckt. Da freue ich mich immer, wenn ich die sehe. Und ich habe dann sogar noch eine zweite genäht, nochmal die gleiche, für ihre Tochter, meine ich.
Und das hat mich total gefreut. Dadurch ist ein total lieber Kontakt entstanden. Halt, ja, so ein Instagram-Kontakt. Also wir kennen uns nicht irgendwie persönlich oder so. Aber trotzdem, ich finde das immer total schön, wie man da neue Kontakte knüpfen kann über Instagram, über Ravelry und auch über die Kommentare, die ihr mir schreibt. Da freue ich mich auch immer total drüber. Ist natürlich kein persönlicher Kontakt, aber trotzdem, wir haben alle das gleiche Hobby und deswegen freue ich mich immer total, wenn wir uns da irgendwie drüber unterhalten und Tipps austauschen. Und das könnt ihr natürlich auch gerne weiter unten in den Kommentaren machen. Ja, also so viel vorab zur Bekanntschaft, die ich mit der Heike geschlossen habe und dass es manchmal echt witzige Zufälle gibt. Und sie strickt ganz, ganz viele Anleitungen von der Ducati und strickt auch immer wunderschöne Socken daraus. Sie hat da schon ganz viele gestrickt. Da könnt ihr bei Instagram mal gucken. Ich verlinke euch ihr Profil auch einfach mal unten, dann seid ihr ganz schnell bei ihr. Und sie hat, wie gesagt, schon ganz viele Anleitungen von der Ducati. Ich glaube, sie hat die sogar auch im Teststrick mit begleitet und strickt da wirklich total tolle verschiedene Socken von Ducati. Sie hatte jetzt am Donnerstag oder so dann auch die Jägerzaunsocken in der Story, wie sie die angestrickt hat. Dann habe ich ihr auch wieder geschrieben, wie machst du das denn? Das sieht so toll aus. Und ja, zu diesen Jägerzaunsocken gibt es aktuell ein Knit-Along, also ein gemeinsames Stricken von diesen Socken. Das hat die Dora-SE10, also die Dora einfach, hat das Ganze ins Leben gerufen. Und zwar strickt sie gemeinsam mit anderen die Jägerzaunsocken von der Ducati. Da hat mich die Heike dann mit markiert, sage ich mal, bei Instagram und hat gesagt, hey Lisa, wie wäre es, ne? Du hast ja Angst davor, die zweifarbigen Socken zu stricken, aber leg einfach nochmal los, mach's einfach nochmal. Und ich habe überlegt und ja, Misserfolge sind ja immer nicht so toll. Dann habe ich gedacht, ja komm hier, die Heike, die hat mich schon so lieb eingeladen. Das heißt, ich werde das auf jeden Fall, ich mache da mit. Das sind dann quasi meine zweiten Märzsocken, aber ich glaube, im Monat schafft man auch zwei Paar Socken. Und falls ich dann im Sommer mal einen Monat keine Lust habe, dann stricke ich halt ein paar weniger. Dann habe ich immer noch meine 12 Paar Socken und kriege das hin. Jetzt habe ich ja aber das Problem, dass ich so an einfarbiger Sockenwolle kaum was bei mir im Wollvorrat habe. Deswegen habe ich so ein bisschen rund geschaut, welche Wolle ich da verwenden könnte. Und ich wollte unbedingt mal handgefärbte Wolle verwenden. Habe ich also vor allem auch bei der Heike dann so ein bisschen geguckt, wo hat sie denn ihre Wolle her, die sie immer verstrickt. Weil ich auch das Gefühl habe, je nachdem wie elastisch der Faden ist, kann man natürlich besser oder schlechter dann auch mehrfarbig stricken. Und wie es der Zufall so will, also das ist auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, habe ich geschaut, hat die Heike gestern oder vorgestern ein Päckchen bekommen von der Wollkatze. Da habe ich dann auch mal in den Shop geguckt. Sie hat keinen richtigen Online-Shop, sondern sie hat einfach nur aufgelistet auf ihrer Website, welche Wolle sie färbt. Das ist alles Wolle von Atelier Citron, oder ich glaube so heißt es. Sie verwendet dann nur die Wolle von denen und färbt die dann zu Hause und hat die dann in ihrem kleinen Laden. Sie hat aber keinen Online-Shop, glaube ich zumindest. Den habe ich nicht gefunden. Und ich bin ja hier aus Koblenz, komme ursprünglich aus dem Hunsrück. Und dann stand da, ja, sie gibt Strickkurse beim VHS Hunsrück. Dann dachte ich so, dann kann sie ja nicht weit weg wohnen von mir. Dann habe ich mal ein bisschen genauer geguckt und sie hat einen Laden, der 20 Minuten von hier entfernt ist. Und da habe ich mich so gefreut drüber, da bin ich direkt gestern, sie hat nämlich nur zweimal im Monat auf, und weil sie das nebenberuflich macht und ansonsten nach Vereinbarung, also man würde wahrscheinlich auch wann anders hinfahren können, aber das hat alles einfach so perfekt gepasst. Ich habe am Donnerstag das rausgesucht und am Freitag hatte sie auf, dann bin ich direkt hingefahren und habe mir Wolle ausgesucht, und wer mir auf Instagram folgt, der wird die Wolle auch schon gesehen haben. Ich habe mir 3 neue Wolle gekauft. Dazu auch später noch mehr bei meinem Wollkauf. Aber um jetzt auf das eigentliche Thema der Märzwolle wieder zurückzukommen. Ich habe gefärbte Sockenwolle gekauft bei der lieben Wollkatze. Und zwar einmal in einem Beige-Ton und einmal in einem Tannengrün. Hier seht ihr das Ganze. Und die habe ich direkt, ich habe sie gestern gekauft und ganz direkt auch schon gewickelt, damit ich sie jetzt verstricken kann. Und habe dann auch hier,
Ich zeige euch das mal. Gestern schon mit den Jägerzaunsocken begonnen. Denn ich bin ja auch, jetzt muss ich hier meinen Strickring noch rausholen. Denn ich werde auf jeden Fall auch, oder ich mache auch auf jeden Fall bei dem Knit Along mit zu den Jägerzaunsocken. Und das ist mein Anfang. Jetzt ist es auch scharf geworden. Ich habe das Bündchen und gestern habe ich auch schon ein bisschen angefangen mit dem Colorwork. Und jetzt so fürs Erste muss ich sagen, also das Bündchen habe ich mit 2 mm gestrickt und den Rest stricke ich mit 3 mm. Und findet ihr es nicht auch mega cool, dass meine Nadeln, die Nadelstärke genau zu der Sockenwolle passt? Ich finde es einfach genial. Ich freue mich da so drüber, über so Kleinigkeiten. Das liegt ja daran, dass ich einfach 3 mm Nadel nehme. Da hat ja, das sind ja die Zingnadeln von Knit Pro. Da hat einfach jede Nadelstärke eine andere Farbe. Aber ich finde es einfach mega cool, dass die genau zu den Socken passt. Und ich zeige euch mal hier noch die andere Seite. Das hier ist die zweite Seite von den Socken. Da muss ich mal gucken, die gefällt mir noch nicht ganz so, weil da diese einzelnen noch nicht ganz so rauskommen. Aber da muss ich mal gucken, wenn ich die dann mal gewaschen habe. Und die Seite sieht halt einfach richtig cool aus, finde ich. Die Socken an sich sind halt echt mega. Die haben hier an der Seite, haben die immer noch so eine Reihe Trennung. Und da werde ich euch auf jeden Fall auch berichten. Ich bin auf jeden Fall super, super froh, dass die Heike mich dazu eingeladen hat, mitzustricken und dass ich das jetzt auch gemacht habe, weil es sieht echt nach einem Erfolg aus. Sie sind auch viel elastischer. Also ich glaube, das könnte was werden. Und deswegen halte ich euch da natürlich auch auf dem Laufenden, wie es mit meinen Jägerzaunsocken hier weitergeht. Aber ich glaube, ich könnte die euch 100-mal zeigen, weil ich die echt cool finde. Ich glaube, das könnte was werden und dann habe ich endlich meine Angst vor zweifarbigem Stricken verloren und das würde mich total freuen und dann kann ich noch ganz viele andere Anleitungen von der Ducati stricken, weil die immer schon auf meiner Strickliste stehen, aber ich mich einfach nicht dran gewagt habe. Deswegen danke, danke Heike und auch danke an die Wollkatze, das ist die Birgit. Ja, ihr Lieben, das war's jetzt auch zum Thema Sockenstricken für heute. Hat einen sehr großen Teil in diesem Podcast eingenommen. Vielleicht noch kurz angeteasert. Ich verwende hier zum mehrfarbigen Stricken diesen Strickring. Den hat mir mein Freund mal geschenkt. Und weil ich ja so Probleme habe mit der Fadenspannung und so, habe ich jetzt die Jägerzaunsocken mit diesem Strickring versucht. Und es funktioniert relativ gut. Und weil eine ganz liebe Freundin von mir sich die ganze Zeit schon eine Sonderfolge zum Thema Strickzubehör wünscht, möchte ich das auf jeden Fall auch in einer der nächsten Folgen einmal quasi als Sonderfolge machen, dass ich euch zeige, was ich alles an Strickzubehör habe. Also das schon mal so ein bisschen im Vorgriff auf eine der nächsten Folgen. Da wird es auf jeden Fall auch noch was von mir geben. So, jetzt habe ich aber genug zum Thema Sockenstricken erzählt. Wir kommen zu den anderen Dingen, die ich noch auf meinen Nadeln habe. Und da erzähle ich euch ja immer, dass ich möglichst wenige Socken oder Pullis oder sonst was parallel auf den Nadeln haben will, weil mich das einfach wirklich stresst. Das habe ich in letzter Zeit gemerkt. Mich stresst es, wenn ich viele Projekte habe, ich weiß nicht, welches ich weitermachen soll. Und wenn man wirklich nur ein Projekt hat, weiß man, ich stricke das fertig, danach kommt das nächste. Und dann habe ich für mich jetzt so rausgefunden, ein paar Socken und eine größere Sache als WIP nennt man das ja, also Work in Process, also quasi die Sachen, die man gerade in der Bearbeitung hat. Das heißt, ich habe immer eine Socke und ein größeres Objekt auf den Nadeln und mehr brauche ich auch gar nicht. Jetzt habe ich diesen Monat natürlich schon zwei Paar Socken auf den Nadeln. Das ist ja auch schon wieder ein bisschen schief gegangen. Und dann habe ich hier als großes Projekt, das habe ich euch schon mal gezeigt, den Sunday Sweater von Petit Knit. Und ihr seht hier, dieses schöne Herzchen, diesen Anhänger, den hat mir auch mein Freund geschenkt. Da war ich das letzte Mal und da hatte ich die Arme, meine ich, auch noch nicht gestrickt. Also die werden ja hier abgenommen, werden stillgelegt hier auf dieser Cola-Schnur. Keine Ahnung, wie die wirklich heißen. Ich glaube Maschenhalter einfach. Da habe ich euch auch in irgendeinem Podcast unten, habe ich euch das mal verlinkt. Ich habe die von Maschenfein gekauft, selbst gekauft. Beziehungsweise die hat mir meine Schwester auch geschenkt. Und da habe ich die Maschen stillgelegt vom Arm und mittlerweile habe ich hier auch den zweiten Arm gestrickt. Das sind Glockenärmel, das heißt, die werden, man sieht es hier vielleicht, werden immer weiter. Und dann kommt hier noch ein ganz enges Bündchen dran. Ich zeige euch das mal hier.
und auch nur ein relativ kurzes Bündchen. Und dann sind die Arme fertig. Ich habe hier noch überall, wo ich Zunahmen gemacht habe, habe ich noch einen Maschenmarkierer drin. Schön farblich sortiert, wie ich das gerne mache. Und da bin ich jetzt so weit, wie ihr das halt jetzt hier seht. Und ich hatte es ja auch in der letzten Folge schon angekündigt. Ich wusste nicht genau, ob die Wolle reicht. Wie ihr seht, sie hat nicht gereicht. Also ich bin jetzt so weit und hätte ich mal vorher auch einfach die Tamara von Knitloop gefragt, hätte sie mir auch sagen können, dass 5 Knäuel nicht reichen. Ich habe sie dann jetzt im Nachgang gefragt. Sie sagte, sie hat, glaube ich, 8 oder 9 verwendet. Das heißt, ich warte noch auf, ich denke mal, 3 weitere sollten bei mir reichen. Dann habe ich 8 und da warte ich jetzt auf Wollnachschub. Sie bekommt aber, glaube ich, erst Ende des Monats die Farbe neu rein. Ist ja auch nicht schlimm. Ich warte einfach, freue mich drauf, wenn die restliche Wolle kommt. Und dann geht es hier auch mit meinem Sunday-Sweater weiter. Und dann zeige ich euch den natürlich auch. Ich finde ihn jetzt schon richtig cool, auch mit den Armen. Ich glaube, das wird ein richtig schöner Pulli. Den zeige ich euch natürlich auch. Der liegt jetzt aktuell so ein bisschen still, weil ich halt einfach keine Wolle mehr habe. Aber da warte ich dann jetzt ganz geduldig drauf und hoffe, dass die Tamara ganz bald neue Wolle für mich bereit hat. Ja, dann habe ich euch ja auch in einer der, ich weiß gar nicht in welchem Podcast, erzählt, dass ich den Untuba-Sweater von der Ronja, ich kann den Nachnamen nicht sagen, ich schreibe es euch einfach hier hin, von der Ronja, die ist glaube ich aus Nordfinnland, stricken möchte. Und ich habe euch ja gerade auch schon mal gesagt, ich mag Knitting Traditions total, weil sie so viele Norweger-Pullis strickt. Und das ist auch so einer. Ich kann euch hier mal ein Bild einblenden, wie der fertig aussehen soll. Und ich habe den einfach in der Originalwolle bestellt, wie die Ronja den auch in ihrer Anleitung hat. Und weil ich ja beim Sunday-Sweater nicht weiterkomme, habe ich das jetzt hier mal angeschlagen. Das ist das Halsbündchen und auch schon der erste Bereich vom zweifarbigen Stricken. Ihr merkt, nachdem ich so eine Angst hatte vom zweifarbigen, ich muss hier aufpassen, dass mein Maschenmarkierer nicht rausfällt, habe ich mich jetzt dran gewagt und zwar doppelt dran gewagt. Das ist wie gesagt hier das Halsbündchen und das habe ich schon mal angeschlagen, weil ich ja bei dem Sunday-Sweater wie gesagt nicht weiterkomme. Da werde ich jetzt aber, wenn ich die Wolle bekomme für den Sunday-Sweater, werde ich das erstmal noch zur Seite legen und habe das nur schon mal quasi angeschlagen, weil das mein nächstes größeres Projekt werden wird, was ich an Pullis stricke. Und ja, das kommt jetzt aber erstmal nochmal zur Seite. Wenn dann der Sunday-Sweater fertig ist, dann gehe ich da wieder weiter dran. Jetzt zum Abschluss möchte ich euch noch ein UFO zeigen. Ein UFO ist ja ein unfertiges Strickobjekt, was irgendwo in den Tiefen der Couch, weil man kann unsere Couch hochklappen und da liegen so ein paar, ein bisschen Wolle noch drin und ein paar unfertige Strickobjekte, wo ich einfach nicht mehr dazu gekommen bin oder wo ich noch nicht weiß, wie ich weitermachen soll. Es ist, glaube ich, mein letztes UFO, was ich habe. Alle anderen müsste ich fertig gestrickt haben. Was ich auch total toll finde, weil es ist ja total traurig eigentlich, wenn man irgendwelche Sachen halb fertig in irgendeiner Kiste verschwinden lässt und sie niemals fertig strickt. Und ich muss es einmal holen. Mein UFO ist, wie bei so vielen anderen auch, ein Colding von Chris Berlin Knits. Ich glaube, sie heißt so, genau. Und zwar habe ich vor gut einem Jahr, ich glaube im Februar im letzten Jahr, habe ich die Alora gekauft von Lana Crosser hier im örtlichen Wollgeschäft. Die sieht so aus und passend dazu die Silk Hair, auch von Lana Crosser. Diese beiden Wollen zusammen wollte ich verstricken zu einem Colding. Das habe ich auch gemacht. Ich habe im letzten Jahr noch nicht so geguckt, welche Wolle irgendwie möglichst nach irgendwelchen Standards, nach irgendwelchen Nachhaltigkeitsstandards oder so sind. Deswegen habe ich da einfach mal Wolle im örtlichen Wollgeschäft gekauft. Und jetzt ist hier natürlich auch irgendwie alles verknuddelt. Naja. Und habe daraus meinen Colding gestrickt. Das habe ich begonnen. Das ist mein Corona-Projekt gewesen. Als ich das erste Mal Corona hatte, habe ich den Colding begonnen. Und ich bin hier gerade ein bisschen überfordert. Das ist ja einfach ein Riesentuch, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr den Colding kennt. Der sieht jetzt knuddelig aus. Der beginnt hier mit diesem gestreiften Lochmuster und dann geht das immer weiter, wird immer breiter, wechselt dann von glatt rechts gestrickt zu, muss gerade gucken, rechts links gestrickt und wechselt dann weiter
zum Patentmuster. Wird immer größer hier. Und dann ist das quasi einfach symmetrisch. Ich guck mal, ob ich das ganz drauf kriege. So, da bin ich jetzt in der Mitte, wo mein Finger hier oben ist. Der ist eigentlich, also der ist symmetrisch. Und jetzt kommen hier wieder die Abnahmen. Und so weit bin ich gekommen. Ja, ich zeige den euch nochmal kurz einmal in nah. Und zwar beginnt er hier mit diesem wunderbaren Anfang. Dann geht es von dem Rechtsgestrickten hier mit so einem Lochmuster ins Rechts-Links-Gestrickte über. Und dann haben wir hier ganz viel Rechts-Links gestrickt, weil es am Rand ist. Und dann geht es hier auch so dreieckförmig ins Patentmuster über. Und dann bin ich hier in der Mitte gewesen und bin jetzt quasi hier wieder bei den Abnahmen. Und hier sieht man auch schon, dass hier schon wieder, es beginnt mit rechts-links gestrickt. Und an der Stelle bin ich jetzt. Und dann habe ich zwischendurch mal einfach gefühlt, weil ich am Hals es immer so juckt. Und jetzt heute finde ich es auch wieder super kuschelig. Ne? Ich weiß nicht, ich habe das an irgendeinem total blöden Tag scheinbar mal so an den Hals gehalten. Und dann dachte ich, oh nee, das juckt ja total. Und dann war das, damit war das Projekt ein UFO, weil ich einfach dachte, warum soll ich mir so viel Mühe geben, so ein Riesentuch zu stricken, wenn es dann an meinem Hals kratzt. Scheinbar war es echt ein total unpraktischer Tag, weil heute finde ich es auch wieder sehr kuschelig. Naja, das Ganze nur vorab, sage ich mal, weil die Mädels Plausch und die Frau Medi haben einen Knit-Along gestartet. Von denen habe ich ja auch schon ganz viel erzählt. Da schaue ich ja, dass ich bei jedem Knit-Along, also gemeinsamen Stricken, auch mitmache, weil die echt immer richtig coole Aktionen haben. Und sie haben jetzt eine Aktion, dass man gemeinsam den Coding strickt, damit man eben nicht, wie ich und auch ganz viele andere, das Projekt irgendwann in der Ecke liegen hat und nicht beendet, weil dieses Tuch ist es einfach wert, getragen zu werden. Da könnt ihr auch einfach mal den Hashtag gucken oder bei Ravelry oder so. Da gibt es so viele schöne Tücher. Und sie haben den Knit-Along mit handgefärbter Wolle, wo sich ja quasi der Kreis wieder schließt, weil ich ja auch gestern bei der Wollkatze war, die ja die Wolle auch mit Hand färbt. Naja, ich habe hier nicht handgefärbte Wolle, das heißt, ich kann hier nicht bei dem Knit-Along von den beiden mitmachen. Aber ich habe trotzdem, ich habe mit der Frau Medi geschrieben und habe gesagt, ich nehme das trotzdem als Anlass, mein Coding wieder aus dem Stash oder aus der Couch rauszunehmen und nochmal weiter zu stricken. Das heißt, ich werde jetzt erstmal den Coding weiter stricken, statt irgendeinem anderen großen Projekt. Bis dann, ich habe einen Fussel vom Coding im Mund. Mein Plan ist jetzt so, dass ich bis die Wolle für den Sunday-Sweater kommt, auch an dem Coding hier weiter stricke. Ich kann ihn euch echt gar nicht ganz zeigen. Ich muss da, wenn er fertig ist, mache ich euch mal ein separates Video zum Coding. Und wenn dann die Wolle vom Sunday-Sweater da ist, werde ich den fertig stricken und danach den Coding und dann kann es mit dem Untuva-Sweater weitergehen. So viel also zu meinen ganzen Projekten auf den Nadeln, zu meinem UFO, was ich wieder rausgeholt habe, wo ich jetzt wirklich motiviert bin, den auch fertig zu stricken, weil auch, also ich finde die Farbe auch richtig cool, ja, so ein Altrosa, kann ich mir richtig schön vorstellen. Aber wie gesagt, der lag jetzt, ich würde sagen, ein Dreivierteljahr einfach nur da, ich habe da nicht weiter gestrickt. Und ich nehme jetzt wirklich den Knit-Along von der Frau Medi und Mädelsplausch. Da könnt ihr auf jeden Fall bei Instagram mal gucken. Nehme ich da zum Anlass, um dann auch bei meinem Coding weiterzukommen. Und wenn ihr da Lust habt und mit vielleicht handgefärbter Wolle, vielleicht auch von der Wollkatze oder von wem auch immer, ja, da gibt es ja ganz viele tolle Handfärberinnen, da mitzustricken, dann macht das auf jeden Fall und kommt dann auch in diese Strickgruppe. Die Frau Medi und Mädelsplausch, die machen auch immer eine Strickgruppe, wo man sich dann austauschen kann und wo man dann gemeinsam den Coding strickt. Das ist schon richtig cool immer, deswegen mache ich da auch sehr, sehr gerne mit. Und ja, wenn ihr da Lust habt, dann guckt da auf jeden Fall mal bei den beiden bei Instagram vorbei. Und ja, ansonsten überlege ich gerade, ob ich noch irgendwas habe. Jetzt zum Abschluss, weil die Folge, glaube ich, ultra lang geworden ist, möchte ich euch nur noch eine dritte Farbe zeigen, die ich bei der Wollkatze bestellt habe. So könnt ihr die ganzen Sachen bei ihr kaufen und dann hat sie hier auch noch ein schönes, ja vorne drauf hier natürlich, wie sie heißt und hinten drauf ist dann immer beschrieben, welche Wolle sie hat und das habe ich eben jetzt noch nicht gesagt, das ist gefärbt auf der Atelier Citron Balance, weil ich ja gucken will, dass ich Wolle verwende, die keinen Polyamidanteil hat
und die besteht aus 60% Merino und 40% Lyocell oder Tencel nennt man das ja auch. Das ist ja auch eine pflanzenbasierte Faser. Und deswegen ist die Wolle hier auf jeden Fall ohne Kunststoffanteil. Und die habe ich mir neben der grünen und der beigen Wolle auch noch hier in diesem tollen Dunkelrot gekauft. Da muss ich mal gucken, was ich daraus noch stricke. Und so süß fand ich bei der Birgit auch, hier bei der Wollkatze, dass sie an jedes Knäuel macht sie so ein Herzchen dran. Das heißt, ich habe jetzt hier insgesamt, kann ich euch mal zeigen, 3 süße Wollherzchen, ne, hier. Und das ist auch nochmal so ein Grund, warum ich einfach auch total toll finde, mal offline einkaufen zu gehen, weil das einfach so herzlich war. Das kann ich nur nochmal sagen. Ich bin so glücklich darüber, weil das dann mehr als nur Wolle kaufen ist, sondern es ist einfach ein schönes Erlebnis, gemeinsam dann auch nach der Wolle zu suchen. Sie hat mich da auch sehr gut beraten. Und ja, die Wolle habe ich auch noch. Da werde ich dann in den nächsten Monaten auch noch ein schönes Paar Socken draus stricken. Und davon werdet ihr auch ganz sicher auch erfahren. Ja, jetzt ganz zum Schluss, weil die Folge, glaube ich, schon super lang ist, möchte ich euch nur noch kurz darauf aufmerksam machen oder euch von erzählen, dass ich Ende März zusammen mit der Alex von Alex Strickt zur H&H nach Köln fahre. Da bin ich schon ganz gespannt. Sie hat mich da eingeladen, mit ihr zusammen hinzugehen. Also herzlichen Dank, liebe Alex. Ich freue mich da total. Und zwar ist das eine Handarbeitsmesse für eigentlich für Wollgeschäfte, für Influencer und keine Ahnung wen alles, also nicht den Endkunden, sondern halt die, die mit der Wolle irgendwie was weitermachen wollen. Ich bin ja jetzt ich sehe mich nicht als Influencerin direkt, aber die Alex hat gesagt, komm doch einfach mal mit und schau dir das Ganze mal an. Da kann man natürlich Kooperationen schließen, da muss ich mal gucken, da habe ich mir noch gar keine Gedanken zu gemacht. Wenn, würde ich das natürlich euch dann direkt auch mitteilen, wenn ich da irgendwie Werbung machen soll oder sowas. Aber jetzt erstmal bin ich ganz gespannt, wie diese Messe sein wird. Ich werde wahrscheinlich ganz viele Eindrücke mitnehmen. Ja, da kann ich euch auf jeden Fall auch was zu erzählen zu H&H. Und die Alex und ich haben auch schon überlegt, ob wir da ein gemeinsames Video zu machen. Also seid da ganz gespannt drauf, wenn wir am Ende des Monats dann zu H&H fahren. Und ja, das war jetzt noch so ein kleiner Abschluss, so ein kleiner Teaser auf die nächsten Folgen. Und ja, es war es jetzt alles, was ich euch erzählen möchte. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, herzlichen Dank. Lasst mir gerne ein Abo oder ein Like da. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns schon ganz bald wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben.